Hallo liebe Annonauten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ich würde doch sehr gerne mal gucken, wie wir das hier hinkriegen mit der Handelsgeschichte. Eventuell bei der Handelskammer. Kann das unter Umständen sein, dass es da geht? Nö. Was haben wir hier an der Seite? Zeitung. Events, Benachrichtigung, Spiele speichert, ist mir egal. Auftragsbuch ist leer. Warnung leer. Warnung leer ist, glaube ich, immer gut. So, was haben wir hier? Routen. Diplomatie. Weltkarte. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nein, wie geil sieht das denn aus, bitte? Wer bist denn du? Eden am Ende. Szenario. Okay. Na, hätte ich starke Grenzen, wo wir hier was machen können, oder? Okay, wir sind hier. Bronze, Silber, Gold. Okay, dann möchte ich hier wieder weg, bitte. Ja, fortsetzen, ja. So, wir müssen ein bisschen rumprobieren. Seht mir das bitte nach, ne? Genau, aus Gründen, und zwar... Ihr könnt mir vorstellen, viele von euch kennen Anno viel, viel besser als ich, aber... oh, wir brauchen 26 Steine. Was hatte ich beim letzten Mal gesagt? Was wollen wir machen? Hm, stimmt, wir wollen die Getreideproduktion anstarten, wir wollen eine Kirche bauen und wir wollen hier die Stadt auspflastern. Und ich will handeln. Was denn hier? Gebäude, Sortierungstyp, Stadt. Okay. 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 Wolkenkratzer ausbauen. Ah ja, dafür brauchen wir erstmal ihn. So, was ist denn jetzt hier mit der Handelei? Transferfenster. Das unendlich. Wir haben hier noch Stahl an Bord. Können wir doch gar nicht handeln, weil wir noch keinen anderen Typen gefunden haben. Befehle? Ja, fahr mal nach da oben hoch. Los, zieh ab. Hier sind Fruchtarten. Guck mal, wir haben hier auf unserer Insel Trauben. Wir haben hier Salpetervorkommen. Wir können die Getreide und wir können Kartoffeln anbauen. Das ist ja der Hammer. Dann haben wir hier noch drei Lehmvorkommen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wo? Das finde ich frech. Aber doll. Beryl O'Mara, ich lasse die Dinge hier auf meine ganz eigene Art laufen. Hallo, das ist aber schön. Zeig mal, was machst denn du? Was kannst denn du? Diese Wunder von nah und fern sind für die Augen anspruchsvoller Kenner bestimmt. Alle Inseln sind voll mit Sachen. Der Orient, hallo. Alter, geile Städte, guck mal. Ach, wunderschön. Guck dich das an. Sieht dir schon geil aus. Sagen Sie mir, sind Sie moralisch integer? Nee. Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger. Nur von allem so ein bisschen vielleicht, je nachdem. Auf jeden Fall haben wir ordentlich was aufgedeckt. Okay, hier ist der nächste. Ach, hier ist ein Gefängnis. Hier ist unser Boot. Ei, ei. So, fahren wir noch runter. Oh, hier können wir uns ein bisschen was abgucken. Ja. Hallo. So, wo hast denn du dein Konto? Hier vorne, okay. Drei Fischerhütten, eine Werft, ein Konto. Holzfäller, Holzfäller, Holzfäller. Drei Stück. Sägewerk, drei. Du machst Schnaps, du machst hier Klamotten derart viele. Du hast hier Schweine und machst daraus Wurst. Na, Tongrube, Ziegelei. Alles klar. Das ist hier, glaube ich, eine Dings, ne? Eine Spelunke. Ja klar, eine Kneipe. Kirche, Feuerwehr. Wer bist du? Sieh dir an, was ich alles für die Gossenkinder hier aufgebaut habe. Das ist ja fantastisch. Du bist ja so eine richtige Nette. Eine Schule. Die baut hier Sachen weiter ganz fleißig aus, ne? Was ist das denn? Eine Eisenmine, wa? Ja. Okay. Na, wir können ein bisschen spionieren. Ist ja jetzt nicht das Problem. So. Naja.
Aufgabe. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Das ist die Belohnung, oder was? Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Geleitschutz zu beginnen. Oh, ich will mir doch nicht kämpfen, aber unser Boot ist in der Nähe. War hier in der Nähe. Da! Admiral auf der Brücke! Komm mal her. Mach mal hier Schiff eskortieren. Hab ein Auge auf mich, Schätzchen. Na klar, vielleicht passiert da auch ja nichts. Oder wir müssen uns jetzt ein schönes Seefecht nochmal liefern. Müssen wir mal gucken. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Oh Gott, die fahren alle ineinander. Was ist denn hier schon wieder los? Wir machen eine Schiffseskorte. Du da. Naja, lass die mal fahren. Vielleicht passieren ja auch ja keine Dinge. Was ist denn hier los? Diplomatie. Frieden, ja. Naja, lass mal handeln, Mädchen. Geht das? Wenn wir hier nach Hause gehen und mal fragen, was hier abgeht. Was ist das hier? Originelle Hafenstadt. Na siehst du, ist doch... Oh, Holz ist voll. Bretter ist voll. Ich will handeln jetzt. Da. Zwischenprodukte. Lagerkapazität. Ah, Linksklick handeln. Ja. Bis wohin können wir? Ziehen Sie, um den Mindestlagerbestand festzulegen. Machen wir mal auf 100. So. Verkaufen. Kaufen und verkaufen. Verkaufen. Geil. Oh, das ist so einfach. Ist ja alles klar. Wo seid ihr denn? Wurde schon mal angeschossen von irgendwas. Warum auch immer. Ein Neuankömmling, so wie einst der alte Willy hier. Hallo. Halte dich einfach an mich, dann wird schon nichts schief gehen. Jawohl. Ist eigentlich ganz cool. Jetzt kriegen wir nur mit einem Handeln hin. Das ist natürlich der absolute Hammer. Ey. So, wir machen Geleitschutz. Also wir schieben die Karre quasi über der Karte. Guck mal. Wir haben schon ein echt hübsches Boot, oder? Ja. Supi. Na, ihr macht es schon. Wir gehen zurück. Wir können nämlich handeln. Dann würde ich sehr gerne die Waren. Holz. Linksklick. Warenbestand maximal 100. Alles, was wir drüber haben, verkaufen wir, ne? Verkaufen. So. Genau. Sagen Sie gleich, woher Sie kommen. So. Was haben wir noch viel? Was wollte ich noch verkaufen? Kartoffeln. Machen wir mal auf 100. Würde ich vielleicht nochmal eine Kartoffelfarm bauen? Verkaufen, genau. Bretter verkaufen haben wir nicht, ne? Ne, wir haben Holz und verkaufen wir das auch noch. Können wir alles verkaufen? Ich weiß nämlich, vorher waren Handelsslots immer nur so teilweise verfügbar. Verkaufen, ja, perfekt. So, haben wir Geld verdient? Wenn wir mit Handel Geld machen, wäre natürlich der Hammer. Frieden, ja. Verträge, Aktionen. Oh, ich habe hier keinen Bock auf Klopperei. Echt nicht. Haben wir Minusbilanz? Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Warum? Wer siedelt wo? Bittet um die Erlaubnis, sich auf Hausbau niederlassen zu dürfen. Ach. Du bist aber großzügig. Na gut, nehme ich. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wo denn? Da unten, okay. Ja, ich hoffe, die Geschichte läuft hier. Wir kriegen wir da Geld für? Ja. 9000 waren das, ne? Mal gucken, ob das klappt.
Wir lassen den mal eiern da. So, Aufgabe. Wir können gleich eine Kirche bauen, das ist der Hammer. Und ich glaube, wir brauchen noch eine Throngrube. Dass wir mit der Ziegelei so ein bisschen weiter vorankommen. Warum haben wir so krass viel... Oh, was ist denn los? Weil sie kein Brot haben. Dafür haben wir wurstvolle Pulle. Warte mal, wir verkaufen Kartoffeln, richtig? Ja. Ich würde sehr gerne nochmal eine Kartoffelfarm bauen. Dass wir die Bauern nochmal ein bisschen beschäftigen hier. Geh mal aus dem Weg. Die können ausgebaut werden. Ja, möchte ich jetzt aber nicht. Ich brauche die Steine für eine Kirche. Wo bauen wir die hin? Ich glaube, die macht sich hier unten ganz gut. Es ist sehr asymmetrisch alles. Mann. So. Und schon freut sich das gemeine Volk. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau ein Häuserblock. Ehre. So. 1, 2, 3. Passt hier nicht vorbei. Dann ist das so. Ja. Jetzt fahren wir schon dran vorbei, ne? Konkurrenten und Eskorte. Ereignisreich. So, wir gehen nach Hause. Und haben hat mit einem Handel eine Spalte abgeschlossen. Haben wir Geld gekriegt? Wäre natürlich schön. Wir sind wieder im Plus. Okay, ich wollte eine Kartoffelfarm bauen. Mann, ich komme hier zu Janis schon wieder. Das ist natürlich traumhaft. Schönen Tag auch. Hallo. So, voll machen. So. Noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Gut. Dann haben wir hier Kartoffeln im Überfluss. Können wir verkaufen. Verkaufen ist immer gut. Was haben wir noch? Mit Holz sind wir drüber. Nimmt zu. Rohstoff, Holz. Bretter sind halt voll, ne? Können wir hier den Preis noch ein bisschen anpassen? Nee, da kommen sie handeln. Wir haben 49.200. Immer noch. Schiff unter Beschuss. Nee. Zeig mal. Wo denn? Warnung? Zeig mal. Hallo? Ey! Bereit für neue Befehle! Ja, mach den fertig. Cool. Wir haben das gerade voll versenkt. Ich bin Prinzessin Xing. Hallo. Wenn es nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in Ihrer Welt. Du kannst gerne zu meinem Hafen kommen und alles kaufen, was in der Auslade liegt, was gegen Geld eingetauscht werden kann. Ja? Komm vorbei, nimm alles mit, ich nehme dein Geld. Dann sind wir beide glücklich. Bitte, danke, immer wieder gerne. So. Cloud River. Ja, Prinzessin Queen. Sag mal, die Hütte muss ja mal bald hier... Macht der einen Angriff? Nö. Jetzt schieben wir die olle Schaluppe hier schon wieder an, ne? Ist ja Klopperei? Nö. Die Schiffe sind schon cool. Nee, wirklich, die Schiffe sind wirklich toll. Jetzt fahren wir wieder schneller, okay. Ist aber wieder Minusbilanz. Warum denn das eigentlich? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Was fehlt euch denn hier ständig? Sie haben uns aus der Gosse geholt. Ja, na klar. Gut gemacht. Ähm.
Wir haben noch ein bisschen Stein. So. Ja. Wir verdienen aber trotzdem irgendwie kein Geld. Obwohl wir handeln. Warum? Wir haben Bretter ohne Ende. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Das läuft. Die sind doch bald raus hier aus dem Korridor, ne? Hier ist nochmal Neuland. Hoffentlich nur unbesiedelte Insel. Das wäre natürlich voll cool. Dann könnten wir hier nochmal irgendwann irgendwo ein Konto anlegen. Hier gibt es Ton. Und ein Adler und Störche. Und Bisons und Wälder und Berge und Minen. Steinvorkommen. Steinkohle, Entschuldigung. Ja. Man lass doch mal Kohle da. Du sollst nicht einfach nur was mitnehmen. Du sollst hier. Also so richtig Geld verdienen wir mit Handeln nicht. Kann nicht sein. Sehr merkwürdig. So. Ich wollte was bauen. Genau. Wir gehen in die. Ach, dafür brauchen wir Bauern. Geil. Geh, try the farm. Oh, da sollten wir erstmal das hier ausbauen. Was hat er denn für Schmerzen? Wir brauchen 20 Stein. Verdammte Hacke. Nö, dann bauen wir erstmal hier so ein Ding. Warte mal. Eine Minute. 30 Sekunden. Heißt, ein Getreidefeld. Was? Okay, warte mal. Oh, eine Inspektion. Ja, nee, bleib mal locker. Alles cool. Keine Angst. So, geh weg. Diplomatie, was ist denn los? Aha. 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 Ist mir wurscht. Spitalfurt. Heißt unsere Stadt so? Kann das sein? Können wir das nicht umändern? Sag mal, können wir die Insel nicht umbenennen? Spitalfurt. Klar. Ja. Ja, wie nennen wir unsere Stadt? Nipponien. So, wir haben unsere Stadt umbenannt. Sehr schön. Warum haben wir so krass schlechte Bilanz, ey, Manno? Also, eine Lehmgrube, eine halbe Minute. Das ist hier noch andersrum, ne? Dann brauchen wir... Hau doch mal ab jetzt. Mann, Hanna, du nervst. Auf eine Mühle kommen zwei Getreidefarmen. Wenn ich das richtig gelesen habe hier. Wollen wir hier noch mehr Wurst? Was ist denn hier Lagerbestand mit Wurst? Ist nicht so doll, ne? Pass mal auf. Ich denke mal, das wird sehr, sehr teuer, was wir hier gleich veranstalten. Aber wir brauchen das ja. Das geht von Hand wesentlich besser. Die Schuld ist hiermit beglichen. Danke. Geil. So. Dann können wir unser Boot hier wiederholen, oder? Neue Befehle? Ja. Fahr mal nach da oben hoch. So. Tu es. Du hast doch Stahl an Bord, mein Freund. So. Eine Schweinefarm hat keinen Zugang zur Straße. Das ist Frevel. Das müssen wir ändern. So. Wir haben 13 Steine. Alter, wir haben so richtig schlechte Bilanz. Warum denn? Bauern plus. Wartung. 8000. Warum haben wir so viel Wartungskosten?
Okay. Na, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Getreide. 144 Felder, alter Vater. Ist auch wieder so komisch, ne? Also wir brauchen zwei Getreidefarmen. Den haben wir schon mal rausbekommen. So, dann machen wir hier drüben den mal voll. Warte mal, wir brauchen erstmal eine Straße. Bis da. So. Ne? Oh, 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 oh. Entschuldige. So. 144. Okay. Ist immer noch nicht hübsch, aber ist da. Dann brauchen wir eine Mühle. Drei oder vier Scheffel? Fünf. Wir haben kein Lagerhaus in der Nähe. Das ist schlecht. Okay, dann müssen wir hier nochmal eins bauen. Wenn wir handeln, warum kriegen wir dann nicht so richtig Kohle rein? So, wir bauen hier nochmal ein Lagerhaus. Dann kommt hier eine Straße rum. Dann brauchen wir eine Mühle. Die finde ich wunderschön. Und so. Okay. Aus zwei Mühlen machen wir einen Bäcker. Heißt, wir brauchen nochmal zwei Getreidefarmen. Dass wir noch eine Mühle machen können, dass wir einen Bäcker betreiben können. Alter, das ist aber krass. Cool. Na, jag doch Hasen. Der Bäcker hier oben in der Stadt würde voll Sinn machen, oder? So, dann müssen wir genau das gleiche nochmal bauen. Oh. Oh, der wird teuer, ne? Oh Gott. Ich biete Ihnen meine bescheidenen Dienste an und bin zuversichtlich, dass sich Ihre prekäre Lage bald schon ändern wird. Welche prekäre Lage denn? Was ist denn los, mein Freund? Hallo. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Wir reden hier vom Nachwuchskabinett. Angebot. Er sucht. So, was ist bei euch hier? Warte mal. So langsam kommen wir drin, hoffe ich. Sag mal, wo ab denn? Anna, hallo. Piratenkanonenboot. Sag mal. Erschreck mich doch nicht so. Naja, was hast du denn? So schlecht, die wissen. Sie haben keine Handelsrechte mit dieser Partei, warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht eigentlich? Handelsrechte, Frieden. Ein besserer Ruf steigert die Aussicht auf bessere Verträge. Okay. Okay, okay, okay. Diplomatie. Vergleich. Verträge. Handelsrechte ersuchen. Da lachen ja die Hühner. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Der geht ja nicht an. Ich merk. Das hier verdreht mir nicht den Kopf. Warum nicht?
Handelsrechte ersuchen unmöglich. Diese Partei ist über das Verhandlungsthema verärgert. Wenn Handelsrechte vereinbart werden, treiben die Schiffe anderer Parteien Handel in ihren Häfen. Ja, möchte ich doch. Ein Nichtangriffspakt macht Krieg für eine festgelegte Zeitspanne unmöglich. Dauer 5 Stunden? Wird das jetzt, ohne diesen Pakt kann jederzeit der Krieg erklärt werden. Ruf zu beeinflussen. Verträge. Unmöglich. Könnt ihr zurückrufen? Könnt ihr hier wieder. Je wohlhabender der Händler, desto armseliger das Geschäft. Unmöglich. Warum denn? Ein Name wie Wibblezock ist doch keine Schande. Bleib mal es locker. Wird so ja, ja. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, hat Mom schon immer gesagt. Folgende Abholaufgabe an, eine Abholaufgabe. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Holen Sie 4 Kisten Treibgut, das kann ich. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Von wo? Wo liegen die? Sind die hier sichtbar? Da oben. Koordinaten eingezeichnet. Fahr doch mal dahin, mein kleiner Kudelkahn. So. Oh, wir haben zu wenig Bauern. Oh, oh, mehr Leute braucht das Land. Na, warte mal. Ihre Bauern benötigen Mehl, um ihre Rezepte zu verfeinern. Je weiter ihre Stadt wächst, desto mehr Bedürfnisse nach Lebensqualität entwickeln ihre Bewohner. Sie müssen sie nicht unbedingt erfüllen, aber dann entgeht ihren Boni. Wählen Sie ein Wohnhaus aus, um mehr zu erfahren. Verdammte Hacke, wir brauchen erstmal mehr Leute. Eine neue. Warte mal, können wir gleich mit. Naja, so viel Steine haben wir noch nicht. So. Bauern haben wir gerade zu wenig. Krass. Haben wir denn schon irgendwas erfüllt? Ja, Brot so ein bisschen. Ja, wir haben eine richtig schlechte Bilanz. Verdammte Hacke. Wir können ja auch nicht verkaufen, ne? Weil wir kein Handelsabkommen haben. Mann, Handelsverträge waren damals viel geiler, viel einfacher. Haben wir immer noch zu wenig Bauern? Na, warte mal. Hier kommen wir langsam in den Bereich, wo wir uns dem Holzfäller nähern. So. Okay. Eventuell läuft die Sache. Wir brauchen noch mehr Getreidefelder, dass wir noch eine zweite Mühle haben, um den Bäcker richtig zu betreiben. Okay, lassen wir erstmal die Bauern einziehen. Ja. Finderlohn. Wir müssen erstmal abwarten, dass das Boot da oben ankommt. Hier sind alles noch unbesiedelte Inseln. Okay. Also das macht schon Sinn, die Map zu erkunden. Okay, okay, okay. Viel zu tun wir haben. Das ist schön. Das freut mich. Aber die Bilanz ist ja mal richtig kacke. Was ist denn hier so doll teuer? Finanzen, Bevölkerung. Können wir irgendwo die Steuern mal richtig hochzimmern? Nee. Wieso handeln die mit uns? Aber wir kriegen dafür keine Kohle. Ich möchte das nicht. Wir schließen doch die Mission ab hier mit den Treibgutkisten, würde ich sagen. Admiral auf der Brücke! Ja. Also das ist ja ihr Hoheitsgebiet, okay. Irgendwo hier müssen die sein. Da. Steuermann! Ran an Speck, Junge! Sind unterwegs!
Ja, komm her, Junge. Komm, wir spulen mal ein bisschen vor. Aber warum haben wir so extrem schlechte Bilanz? Die liegt mir total auf den Zündwinkel gerade. Finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Warum eigentlich? Ja, jetzt wird besser. Ah, lala, guck doch mal. Wie sieht es denn aus mit dem Essen hier generell? Fisch haben wir drüber. Bretter haben wir auf jeden Fall drüber. Kartoffeln sind okay. Wir könnten auch noch ein bisschen Wolle verkaufen, ne? Ah, hier, Arbeitsklamotten sind zu wenig. Pass mal auf. Ich mache Sachen. So. Eine Weberei. Da sind wir gleich dabei. So. Ja. Genau. So. Okay, vielleicht läuft es dann besser. Wir sind wieder. Au. Das hat aber ganz schön reingehauen, ne? Was führt sie zu uns? Na, so Sachen machen natürlich. Okay, der muss jetzt da runterfahren. Was willst du denn? Kleinen Hafen. Ich will doch keine Werft bauen. Wozu denn? Ja, ich hab da ja kein Geld dafür. Ich meine, eine Werft wäre schon cool, aber. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Okay. Was hast du? Voll, ne? Können wir irgendwas ausbauen? Dort kostet uns 2500. Das ist sehr, sehr teuer. Wir hätten Steine. Trinken wir einen über den Durst. Durst. Ihr Volk weiß die freie Zeit zu schätzen. Das ist doch schön. So, ihr habt doch Brot, ne? So, perfekt. Brot. Zwei. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Okay, denk mal, die Grundversorgung haben wir. Warum wir so wenig Leute haben, ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt noch mehr Bauern aufsteigen lassen, haben wir noch mehr Arbeitslose. Ah. Aber er ist gleich da, ne? Das haben wir hier nicht richtig ausgenordet. Die fällt mir jetzt nicht so. So, unser Boot ist on the road. Warte mal, wir spulen mal ein bisschen vor. Ihr müsst hier gleich um die Ecke geeiert kommen. Da ist er. Hast du mich erschreckt? Oh ja! Katsching! Ja! Ja! Plus 3 Punkte. Ruf haben wir verbessert. Bereit für neue Befehle! Ja! Komm her! Vielleicht sind Sie der Drache unter den Sterblichen. Ein Abholauftrag, ne? Das können wir machen. Die Kälte weicht der Wärme. Zerbrechliches Porzellan sollen wir abholen. Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Bilanztechnisch bin ich gerade nicht so happy, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht brauchen wir einfach noch mehr Häuser. Wollen wir das mal nochmal schnell bewerkstelligen hier? So, mehr Leute braucht das Land. Mehr Steuereinnahmen sind immer geil. Was ist denn mit dem Essen? Haben wir hier Fisch? Sagt die Kirche. Jo, Fisch ist gut. Holz ist gut, alles gut. So. Haben die irgendwie besondere Bedürfnisse? Die haben keinen Fisch. Warum habt ihr keinen Fisch? Ah, braucht ihr einen Marktplatz? Ja komm, dann kriegt ihr noch einen Marktplatz. So, jetzt sollte aber laufen, oder? Bessere Versorgung bitte. Wir sind direkt bei 0. Plus 5. Minus 13. Minus 14. 15, 17. Mann, ey! Wo ist unser Boot? Steht das hier rum? Ja. Da. Flaggschiff steht zu Diensten. Aus dem Leuchtturm. Madame, da oben. Koordinaten eingezeichnet. Ja. Okay. Könnte klappen. Wir werden sehen. Freunde, beim nächsten Mal wird's heikel. Ich hoffe, das klappt hier, dass wir in die Finanzen ein bisschen besser werden. Die Stadt ist schön. Die Stadt könnte größer werden, meiner Meinung nach. Weil wir brauchen irgendwie Geld. Wir kriegen hier mit den Steinen so nach und nach irgendwie was hin, aber dauert halt gefühlt ewig. Und ich finde hier schon wieder kein Ende. Das ist schlimm. So. Und so. Und so.
haben wir doch die Stadt schon mal ein bisschen verschönert, in der Hoffnung, damit die Bilanz besser wird. Ich würde gerne handeln, dass wir an Geld rankommen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja hin, wenn wir Aufträge für die Kollegas machen, dass wir im Ruf aufsteigen, dass die dann überhaupt in Erwägung ziehen, mit uns zu handeln. Wäre natürlich schön, weil die Bilanz, Alter, der ist ja mal, ach, ist grauenvoll. Okay, ja. Ob das was wird, werden wir beim nächsten Mal sehen, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Und rein hauen.